Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem physischen Marsch. Jetzt unsere Arbeit vor Ort mit Kühe versorgen. Ich habe gerade so festgestellt, dass das Futtermischwagen entleeren und wieder auffüllen, dass auch das Verhältnis, was vorher war, nicht mehr da ist. Das heißt, ich hatte ja kein Stroh reingemacht, weil ich keins habe. No, ist jetzt der Trigger. Okay, kümmern wir uns Kalk. Fahrzeug. Ja. Natürlich heftig. Was hier weggeht. Dann brauchen wir dringend ein Fahrzeug, wo wir den Kalk vor Ort haben. Denn spätestens bei der FIFA-Map wird es ja interessant. Das hieß ja, man müsste mit einem großen LKW. Entschuldigung. Große Fuhre Kalk hinbringen, dann mit einem Radlader einfüllen. Das ist ja dann sehr aufwendig, sag mal so. Kalk rein. Und jetzt kommen wir hier anschalten. Mischverhältnis. Da muss er irgendwo. Der Trigger war hier vorne gewesen. Einfach Futter voll genug ist. Normalerweise nicht. Milch. Oh, ich muss noch Milch verkaufen. Was wir vor Mitternacht noch Milch verkaufen. So, Kalk ist voll. Deckel zu. Letztes Mal für. Ja, man kann ja auch Kalk überführen mit einem normalen Kalkwagen und dann entsprechend da die Paletten abladen. Aber das wäre ja Blödsinn, ne? Da kann man auch Paletten kaufen und dann hinfahren. Man braucht keine Paletten kaufen, man muss sie nur im Hof entladen und dann per LKW
die Ladung hinbringen. Das mit dem Kaufen beim Markt ist ja auch so, beim Shop ist ja auch so aufwendig, wenn du so viele machen willst. Wenn ihr sagt, könnte sich kaufe 20, dann kaufe ich 20 und dann hier klick, 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 klick. So, das klappt schon mal. Wenigstens etwas. Wir mal hier zurück. Entschuldigung. Kurz waschen. Aber das Heu und Silage müssen eine ganze Weile ausreichend sein. So viel. Werden die 14 Kühe nicht fressen. Wir werden auch Kühe nachkaufen, wenn wir ein bisschen Geld haben. Ansonsten der Kalkstreuer ist fertig. Dreck drauf. Muss reichen. Nicht ganz so mistig aussieht. Staunlicherweise die Farbe noch drauf. Gut eingebrannt. Parken wir in die Garage rein.
Ja. Mir ist auch ein Rätsel, aber ist klar. Gut. Fahren wir zurück. Mal den Kurs löschen. Das Unkraut noch ein bisschen weiß gemacht. Das Vertrocknete. Und jetzt kann das Zeug wachsen. Wenn wir sehen, haben wir jetzt noch gleich die Silage. Ballen in Trigger einwerfen im BGA. Ob das funktioniert? Ich hoffe. So, sind ein paar Anekommen am Hof. Gerade schon wieder Holz. Hauptsache, das geht gut bei der Arbeit. Dass nicht wieder schlimmer wird. Ja, mal sehen wir mal. Ist noch eine Nacht, wo wir schlafen können. Sieht gut aus. Es steht Zeit. So, Kalk ist. Das will nicht raus. Gut, dann fahren wir den immer Richtung BGA. Das Stück Land können wir noch kaufen. Dann schauen wir da. Ich wollte ja noch ein paar Sachen bauen. Entschuldigung, Stroh- und Heulager. Dann wollte ich das Lose einlagern. Bin ja gespannt, ob er die Ballen annimmt. Ich werfe auch nicht alle rein, nur ein paar zur Probe. Das wäre nämlich nicht schlecht. Könnt ihr mir ja vorstellen, mal Mais zu machen und Mais häckseln und beinahe gedacht.
Könnte sein, dass es man da zerlegen muss. Sogar wahrscheinlich. Ging rein. Wird angezeigt. Lachs. Rauflegen und sobald die Gabel weg ist, geht das. Mal sehen, was hier so reingeht. Versuchen, zwei Bahnen zu kriegen. So, liebe Freunde der Landwirtschaft, das wär's für die heutige Folge. Man hört sich und sieht sich zur weiteren Folge. Ich hoffe jedenfalls, wünsche mir jedenfalls. Dann sage ich mal Tschüss und winke winke. Bis dann.